Gedankenkompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz. Denn erkennen ist krasser als tun. Ja, moin aus der Mitte von Deutschland. Ob das Wetter gerade ganz fantastisch ist, kann ich nicht sagen. Denn das Wetter ist der Grund gerade, weswegen ich diesen Podcast aufnehme. Es fängt nämlich gerade an zu regnen und ich bin draußen spazieren. Und ich bin an einer total spannenden Stelle gerade des Spaziergangs und nutze diese Stelle einfach mal, um einfach auch mal zu fragen, weißt du, es gibt so Stellen auch im Leben, wo wir an spannenden Stellen auf einmal stehen. Es fängt also gerade an zu regnen und ich merke, es wird schlimmer. Und ich könnte jetzt umdrehen und würde noch so verhältnismäßig trocken zu Hause ankommen. Ne? Müsste ich einen Zahn zulegen, um zurückzugehen, damit ich ja nicht so nass werde. Und auf der anderen Seite könnte ich jetzt aber weiter geradeaus gehen und begebe mich in die Gefahr, dass gleich so richtig hier was runterkommt. Also, dass ich klitschnass bis auf die Haut werde. Wie entscheide ich mich? Und so wie du das gerade hörst, habe ich mich entschieden. Ich habe mich entschieden, die Gefahr einzugehen und nicht zurückzukehren. Und wieso mache ich das? Naja, zum einen habe ich gelernt, was Vertrauen im Außen ist. Also Vertrauen im Außen. Könntest du jetzt mal fragen, ja, Jan, was ist denn Vertrauen im Außen? Vertrauen im Außen sind meine wasserfesten Schuhe. Ne? Der Hut, den ich trage, wo ich weiß, okay, der hält ein bisschen Regen aus und die Jacke auch. So, für mich bedeutet das, große Teile meines Körpers werden ja trocken bleiben. Also vertraue ich. Und die anderen Teile, ja, die kann ich ja abtrocknen oder ich kann gleich in eine Wanne gehen oder nochmal duschen. Und ja, das sind so Dinge, die sind ja auch wichtig für die Entscheidungsfindung. Das heißt, ich weiß, dass ich auch in der Zukunft etwas habe, was mir Wohlbefinden gibt. Denn wenn ich das nicht wüsste, dann wäre ich eben umgedreht. Und das sind halt so die Dinge, die wir ja ganz häufig im Leben haben. Wir stehen ja ganz häufig vor Entscheidungen, gehe ich den Weg weiter, verändere ich mich, muss ich mich verändern? Also ich müsste mich zum Beispiel verändern und zurückrennen, an dem Punkt, wo ich gerade war, wenn ja so faustdicke Hagelkörner vom Himmel gefallen wären. Da würde auch mein Hut nicht unbedingt helfen. Ne? Dann müsste ich tatsächlich Schutz suchen oder zurückgehen. Doch so ein bisschen Regen, so ein bisschen Unwohlsein, so ein bisschen Kälte, so ein bisschen Wind. Es ist ja jetzt nicht so ein plätscher Tag. Ne? Wird mich das aufhalten, meinen Weg zu gehen? Und das ist meine Frage an dich. Wann gehst du deinen Weg weiter und ja, wann drehst du um? Denn hier stehen bleiben, das machen übrigens auch viele Menschen. Ne? Es fängt an zu regnen und die bleiben erstmal stehen und denken, ja, also was könnte ich jetzt tun? Ja, kann ich zurückgehen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und das ist halt genau das, wo wir, wenn wir davon reden, so von Urvertrauen oder wenn wir davon reden, dass du Entscheidungen zu treffen hast, weil keine Entscheidung treffen ist ja auch eine Entscheidung, dass du dir bewusst bist, was kann denn passieren, also im schlimmsten Fall, aber auch, was kann denn im besten Fall passieren. So, hier hört es nämlich gerade wieder so ein bisschen auf. Es kann jetzt natürlich sein, dass der Schauer gleich richtig losgeht. Ja, kann. Wissen wir das? Weißt du, Wir Menschen, wir reden ja immer so über Optimalfälle und dann versuchen wir uns das Leben ja so einfach wie möglich. Ideologen machen das, ne? Aber am Ende, ja, so ein kleiner Ideologe steckt ja in jedem von uns, habe ich so manchmal das Gefühl. Wir versuchen uns ja komplexe Sachen einfach zu machen und das versuche ich ja hier auch, ne? Ich versuche ja tatsächlich hier Gedankengänge in den Alltag mit einzubinden, die wirklich alltagstauglich sind. Manchmal klappt es auch nicht, wo ich sage, ja, dann lass dir mal eine Woche Zeit oder ne, so. Das ist ja da nicht so unbedingt für mich alltagstauglich. Alltagstauglich ist, was kann ich hier beim Kochen machen, beim Spazieren, beim Autofahren. So, und aber
Nee, nicht aber. Und wir versuchen uns halt komplexe Dinge so einfach zu machen, damit wir sie in unserem kleinen Geist verstehen. Obwohl auch da, weißt du, hast du bestimmt reichlich, also ich habe reichlich Beispiele von Menschen, die sich nach außen darstellen, also größer darstellen, als sie ja wirklich sind. Und Demut, ne, Demut ist so ein Konzept, das dürften wir hier in Deutschland vielleicht mal wieder ein bisschen mehr lernen. In vielen Dingen, in anderen Dingen vielleicht gar nicht. Ja? In vielen, vielen Dingen sollten wir vielleicht mal das Thema Demut aus unserem Leben verschwinden lassen. Und darum geht es nämlich. Welchen Weg gehst du? Und wie einfach machst du dir es? Oder wie komplex machst du dir es? Oder bekommst du das hin, sehr bewusst, dass deine Entscheidungen und deine Sicht deiner Welt sich die Waage hält? Denn ja, alles hier in unserer Umgebung ist komplexer, als wir es wahrnehmen. Alles. Ja? Kennst du so Leute, die sagen, früher hat der Mensch A gesagt und heute sagt der B. Das geht gar nicht, weil er hat ja früher A gesagt. Also wo wir Menschen zum Beispiel absprechen, dass sie sich weiterentwickelt haben. Also ihnen die Menschlichkeit rauben. Ne? Das machen gerade auch viele Ideologen. Ich habe mich selbst dabei erwischt. Ne? Ich habe mich selbst dabei erwischt, wo ich gesagt habe, ja. Aber der Wissenschaftler, ne, der hat doch gesagt, hier vor 10 Jahren das und jetzt sagt er das. Ja. Ne? Und was habe ich getan? Ja, Asche auf mein Haupt. Ich habe ihm die Menschlichkeit abgesprochen. Ich habe ihm die Menschlichkeit abgesprochen, A, Entscheidungen zu treffen, B, Erfahrungen zu machen, C, ja, entweder zu wachsen, aber auch, ich habe ihm auch die Möglichkeit abgesprochen, kleiner zu werden. Also, ja, kleingeistiger zu werden, ist ja auch eine menschliche Sache. Und das ist etwas, das machen wir ja ganz häufig. Ich werde immer wieder von Menschen aus meiner Vergangenheit konfrontiert, also es passiert immer mal wieder, dass sie sagen, ja, damals hast du ja Folgendes gesagt. Und ich gucke die Menschen an und sage, Alter, das ist 30 Jahre her. Und die haben das immer noch im Kopf. So, jetzt kannst du natürlich auch mal für dich mal nachdenken mit, was hast du denn noch im Kopf, was Menschen gesagt haben, denen du nicht gut, also denen du was übel nimmst, oder? Die du total auf einem Podest hebst, wo du sagst, das sind ja die wahren Meister. Ne? Und wenn du dir das anguckst, wie sie heute aussehen, das haben wir ganz häufig so bei Schauspielern, die irgendwann mal irgendwie so einen Gladiator gespielt haben, wo sie durchtrainiert waren. Ja, so ein Kämpfer mit Sixpack. Und dann gibt es irgendwann das Foto von so einem dicken, alten Mann, der am besten noch einen Muffin im Mund hat. Und dann sagen, was ist denn da passiert? Ja, das Leben ist passiert, Leute. Und das Leben, das lässt uns unsere Weltsicht ganz häufig mal zertrümmern. Das lässt uns das, worauf wir quasi die geistige Sicherheit uns aufbauen, zertrümmern. Das ist wie dieser Spaziergang hier. Denn ich gehe voran und ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob der Regen noch mehr nachlässt. Der ist jetzt fast ganz weg. Ja? Ich weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke ist, da kommt gerade jemand mit dem Hund auf mich zu. Ich weiß nicht mal, ob dieser Hund mich anfällt. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe so ein Bild von dem Hund, der ist wahrscheinlich eher so ein Schmuseding, aber, ja, weiß ich nicht. Und was gibt dir Sicherheit? Was gibt dir Sicherheit, die Entscheidung zu treffen, deinen Weg weiterzugehen? Und das meiste, was wir darin haben, ist Vertrauen. Jetzt ist aber das Wichtige, worauf vertrauen wir? Also, vertrauen wir auf andere. Vertrauen wir auf das, dass jemand schon weiß, was richtig ist für mich. Vertraue ich darauf, dass jemand mich anlenkt oder ablenkt. Geht ja auch, ne? Vertraue ich, dass ich auf Ablenkung bin. Dann habe ich ja eine schöne Ausrede, nicht auf Kurs zu bleiben übrigens. Aber das wollte ich eigentlich gerade gar nicht sagen. Guten Tag. Also, worauf vertraue ich? Und ich vertraue auf meine Erfahrungen. Und ich vertraue auf die Referenzen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Puh, jetzt kann ich aus meiner Sicht sehen, scheiße. mein Vertrauen ist öfters missbraucht worden und zerstört worden, als es bestätigt worden ist. Was würde das denn im Endeffekt für mich bedeuten?
Ich vertraue keinem Menschen. Ja, ich vertraue dir nicht. Wenn du sagst, Herr Jan, ich möchte ein Coaching bei dir, dass ich sage, ja, ja, ist klar. Ne? Kommen wieder irgendwelche faulen Ausreden oder wie auch immer. Und oder aber ich hinterfrage mein Vertrauen und hinterfrage ja, meine Sicht der Welt. Woher kommt das? Und warum ist mein Vertrauen öfter ja, gebrochen worden? Und dann gibt es ein schönes Bild für, zu sagen, wie cool, ich habe mich nämlich in meinem Leben lang immer mal wieder getäuscht. Und dann wurde ich enttäuscht, also nicht mehr getäuscht. Und habe Klarheit bekommen. Jetzt die Frage, habe ich daraus gelernt? Oder eben, also oder was habe ich daraus gelernt? Weil gelernt hast du definitiv daraus. Ja? Also was habe ich gelernt daraus? Und das auch mal zu wissen. Denn kennst du diese Menschen, die so, die alles nur noch schlecht sehen? Die so, so in ihrer Energielevel so ganz tief unten sind und du kannst sie nicht mehr raus, geht nicht, du kannst sie nicht rausholen. Kennst du solche Menschen, die ja so verbissen sind? Du siehst das ja ganz häufig auch in deren Gesichtern, also keine Lachfalten haben. Kennst du solche Menschen? Und jetzt überleg mal, auf was diese Menschen vielleicht eventuell vertrauen. Und mein... Ja, meine Frage an dich tatsächlich heute ist, worauf basiert denn dein Vertrauen? Was sind deine Erfahrungen mit dem Leben? Guten Tag! Und was sind ja, deine Grundlagen, Entscheidungen zu treffen? Welche Wege gehst du? Bist du mutig? Dann hast du ja Vertrauen. Ne? Das ist ja durch die Bank etwas, wo Menschen sagen, dann hat die Person Vertrauen. Und ich sage, es ist Bullshit. Ja, ich bin ein total mutiger Mensch und du kannst mir wohl nicht glauben, dass ich, wenn ich wirklich so mutig wäre, also, ne, dass ich da eine Depression hätte. Ja? Also, wer das glaubt, ja, der weiß ganz klar auch, ich weiß nicht, ja, der hat vielleicht auch den Schlüssel zur Glückseligkeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, vertraue ich drauf? Nein, ich bin ein Mensch voller Zweifel. Voller Zweifel. Ja, und ich drehe die Gedanken von oben nach unten, links, rechts, baue sie auseinander, knüpfe neue Gedanken dazu, dass dieser ehemalige Gedanke dann völlig anderer Gedanke ist. Ja, und trotzdem firmiere ich um, gehe ich meinen Weg, mache ich Dinge, wo andere sagen, boah, Jan, ja, das ist aber mutig. Ja, ist das mutig? Oder folge ich etwas in meinem Leben, was für mich völlig klar ist? Für mich völlig klar ist und ich den Weg, dass ich den Weg so gehe, wie ich gehe, eigentlich eine Konsequenz ist. Und zwar, dass Freiheit für mich das oberste Gebot ist. Und Freiheit bedeutet Veränderung. Freiheit bedeutet für mich eine stetige Veränderung. Und ich ertappe mich doch sowieso schon in meinem Leben oft genug, dass ich jetzt den Weg, gerade eben, den gehe ich doch nicht zum ersten Mal, den gehe ich hier seit einem Jahr. Seit einem Jahr fast immer gleich. Nichts mit Freiheit und Veränderung zu tun. So, und trotzdem erfahre ich auf dem Weg wieder neue Impulse. Und irgendwann werde ich diesen Weg wieder verlassen, weil es völlig logisch ist, dass ich dann einen anderen Weg gehe. Ja? Und deswegen, und da werde ich mich nicht hinstellen und sagen, oh, hast du versagt. Oder oh, du bringst ja nichts zu Ende. Oder was auch immer du hast so viel Angst. Oder ich werde sowas nicht sagen. Nicht mehr. Das habe ich früher getan. Sondern es ist alles, was ich tue, ist eine logische Konsequenz meines Seins. Jede Entscheidung. Früher wäre ich beim Anfang des Regens oder ich wäre gar nicht rausgegangen. Ich gesagt, oh. Wasser vom Himmel, so Stadtjunge, wisst ihr? Ja, so, dann habe ich 12 Jahre in Hamburg gelebt. In Hamburg sagt man, gibt kein Schiedwetter, gibt nur Schiedklamotten. Ja, und schon bist du ein Erfahrungspunkt weiter in deinem Leben zu sagen, ja, ist vielleicht blöd, bei Regenwetter im Hawaii-Hemd rauszugehen. Also mache ich mir doch mal Gedanken darüber, was kann mich denn schützen? Und
Auch das sind Entscheidungen, die du auf deinem Weg, den du gehst, zu treffen hast. Also dir zu überlegen, was kann mich denn schützen? Ich kenne ganz viele Menschen, mich eingeschlossen, die haben so Triggerpunkte. Ja, da sagt einer was oder politische Entscheidung und die gehen sofort so BAM! Und ich habe so das Gefühl, dass das in der heutigen Zeit, übrigens hat es gerade völlig aufgehört zu regnen, ich habe so das Gefühl, dass in der heutigen Zeit alles so überemotionalisiert wird. Und ich bin ja ein Freund von Emotionen, ja, und zwar den guten. Und das ist meistens komplexer, als wir denken. Ja. Ich versuche jetzt seit 2 Wochen ein Bild in mir zu entwickeln, was so eine Art Vision sein soll, was ich mit guten Gefühlen zusetze. Und immer dann, wenn ich so ein Bild habe, setzt der Kopf ein und betäubt die Intuition. Und ich bin aber mittlerweile so weit, dass ich das bemerke. Heißt, ich suche jetzt einen Weg, einen neuen Weg, dass ich meinen Kopf ausschalte. Und damit ich da ins Gefühl gehe, weil Emotionen unfassbar wichtig sind. Emotionen wie Liebe und Freude. Wut auch, ne, um mal vielleicht seinen Weg zu ändern. Aber ständig emotional angetriggert zu werden. Ständig auf so moralische Zeigefinger zu stoßen bei sich selbst und auf andere zu zeigen. Na, das tut niemandem gut, sondern es tut einem gut, mal zu hinterfragen, was ist eigentlich mein Weg? Worauf baue ich Entscheidungen? Wovor habe ich Angst? Denn die meisten, die in der heutigen Zeit mit dem Finger auf andere zeigen, die haben nichts, aber auch gar nichts mit Selbstvertrauen und Selbstwert zu tun. Kannst die Leute ja mal beobachten. Das sind alles Menschen, die Führung suchen, ja, die kein eigenständiges Leben leben wollen, sondern die sich sagen, ja, ich tue doch was, aber am Ende laufen sie einer Ideologie hinterher. Und für mich ist das kein Indiz für Selbstvertrauen, sondern das ist ein Indiz für Suche. Und suchen bedeutet immer, ich muss wissen, was ich finden will. Denn auch die Menschen, die sich einfach treiben lassen, sagen, das ist das, was ich gerade suche. Ich suche die Erfahrung, was passiert, wenn ich mich treiben lasse. Aber du solltest immer wissen, was suche ich? Wo soll mein Weg hingehen? Und wann gehe ich den Weg weiter? Gehe ich den Weg weiter, auch wenn der Himmel sich zuzieht? Gehe ich den Weg weiter, wenn die ersten Regentropfen fallen? Oder der Wind wenn der Wind stärker bläst, sagen wir es so. Und kann ich das noch sagen in der heutigen Zeit? Lassen wir das. Gehe ich raus? Gehe ich meinen Weg? Gehe ich meinen Weg oder gehe ich zurück? Das ist ja auch mal okay, ja, mal zurückzugehen. Ja, hier in Deutschland ist ja dieses, ich gehe mal zurück, sehr negativ behaftet bei vielen Menschen, wo ich dann auch sage, ja, ihr angstbehafteten kleinen Wesen, das tut mir so leid. Ich kann euch aber leider auch nicht helfen und das kann dann wohl niemand. Denn auch hier, welche Entscheidung triffst du? Ich habe die Entscheidung getroffen, nur noch mit Menschen zu arbeiten, die bereit sind, das zu tun, was nötig ist. Übrigens auch meine Bereitschaft, mit Menschen zu reden, die bereit sind, das zu tun, was nötig ist, ist da. Bei allen anderen habe ich keinen Bock darauf. Und das ist mein Weg. Mein Weg ist zu sagen, ich bin so flexibel und ich fange an darauf so zu vertrauen, dass ich mit jeder Wetterlage umgehe. Denn ich habe die Ressourcen, jede Wetterlage zu durchstehen. Und das hat mir mein Leben gezeigt, das habe ich gelernt. Ich habe die Ressourcen, jede Wetterlage zu meistern. Und das ist der erste Schritt ins Vertrauen. Krass, oder? Ja. So. Für heute wünsche ich dir, dass du weißt, wo dein Weg lang geht, dass du weißt, was du bekommst, dass du kluge Gedanken hast. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.